Servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zu meinem kleinen Lost in Translation Let's Play von diversen Flash Games. Ja, ich werde mir jetzt irgendwie 3 Flash Games oder 4 aussuchen aus dem Internet und die einfach mal drauf loszocken. Das erste, was ihr hier seht, ist One Piece Tower Defense. Ja, eigentlich das, was ihr, glaube ich, von einem Tower Defense Game erwartet. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Ich werde es jetzt gleich spielen. Instructions, soll ich mir mal ansehen? Ja, soll ich mal. Where am I one day? In Englisch, ja, das heißt in Englisch. Okay, das ist die Story, Handlung. Geht's weiter? Hallo? Okay. Nicht sehr erklärend. So viel zu den erklärenden Instructions. Ihr fragt euch jetzt sicher, wieso ich das jetzt mache. Ich wollte heute, oder zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, mal was anderes machen, als jetzt meine eigentlichen Lost in Translation Let's Plays. Insofern, ja, stürze ich mich hier in ein paar kleine Flash-Games, die ich rein zufällig mal im Internet finde. Wie gesagt, das erste ist One Piece Tower Defense. Und dann fangen wir mal gleich an. So, das ist dieselbe Erklärung wie in Instructions. Egal, ich suche mir jetzt jedenfalls, was soll ich denn aus? Easy, Medium, Hard und Extreme, muss ich nicht unbedingt gleich zocken, ja. Achso, das Game, ich werde für jedes Flash-Game, wo ich das her habe, werde ich den Link zu dieser Seite unten in der Videobeschreibung angeben. Also, wenn ihr diese Spiele selber spielen wollt, klickt einfach auf die Links unten drauf und ihr kommt direkt auf die Seite, wo das Spiel ist. So, was nehme ich denn jetzt? Medium. Nobody can keep back my voyage. Ich weiß ja noch nicht, was ich machen soll. Also, ich gehe mal stark davon aus. Das ist unser Schiff und die Marine oder wie auch immer kommt hier entlang, läuft den Weg entlang und wir platzieren unsere Charaktere einfach hier irgendwo auf das Feld, also hier neben den Straßen und die greifen dann, ja, die Marinesoldaten an. Oh, da ist die Erklärung. Okay, da ist die Erklärung. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ja, Kurzzeitgedächtnis. Ich habe ein anderes Mikro. Eigentlich eins, das ich schon länger habe. Das ist nicht direkt mit meinem Headset verbunden. Also wenn ich irgendwie ein bisschen leise klinge, dann liegt das daran, dass das Mikro nicht ganz direkt in meiner Nähe ist. Also das steht hier irgendwo auf meinem Tisch herum. Jedenfalls, da unten ist die Erklärung. Welcome to Hero Tower Defense Mode. Okay. Also ich habe es ja eben gerade erklärt, wie Tower Defense eigentlich abläuft. Eigentlich ein recht simples Prinzip. Ich zeig's gleich am besten. Ich nehme jetzt mal Ruffy. Den platziere ich jetzt mal hier hin. Ja. Und Zoro platziere ich dahin. Wo? Hier hin. Und Nami. Hier hin. Ich verteidige mein Schiff vor Ratten. Oh, da unten steht's ja. Platziere den Helden neben der Straße und schieße auf die Ratten. Ich verteidige mein Schiff vor Ratten. Okay, ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass irgendwelche Marinesoldaten kommen, aber nicht Ratten. Success. The data has been recorded and click to close, okay? Katzen! Jetzt kommen Katzen! Warum hätten wir nicht die Katzen einfach auf die Ratten schicken können? Und wieso muss ich mein Schiff eigentlich für Katzen verteidigen oder Tieren? Ui, die Katze hält aber viel aus. Gefällt mir gar nicht. Ja, so viel Action. Ich mache im Moment gerade gar nichts. Ich sehe einfach nur auf dem Bildschirm und hoffe, dass ich irgendwas noch machen kann. Aber nein, das ist ein Tower Defense Game. Ich platziere lediglich meine Charaktere und das war's dann. Dann sehe ich zu, wie sie halt die Gegner bekämpfen. Obwohl, kann ich die Charaktere noch anders da platzieren? Nein. Also, so wie ich von dem Menü da hinten ausgehe. Ich habe hier nur 1, 2, 3, 4, 8. 8 Charaktere zur Verfügung. Mehr nicht, okay? 8 Charaktere, die ich hier einfach auf dem Feld platzieren kann. Ne? Das wird lustig. Gibt es sowas wie Level Up für die Charaktere? Ich glaube nicht. Okay. Ja, so viel Spannung beim Tower Defense Game. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt für Nintendo DS, Ninja Town. Ich glaube, es heißt so.
Das ist ja auch ein Tower Defense Game, aber da könnt ihr wenigstens noch, wie soll ich sagen, euer Geld, das ihr hier verdient. Ich glaube, wir können hier auch Geld verdienen, also virtuelles Geld, quasi in die, in eure Armee reinstecken, damit die stärker werden. Na, ihr solltet, Ninja Town, ich glaube, so heißt das Spiel für DS, wirklich mal zocken, ist ein recht lustiges Spiel. Die Story ist zwar nonsensical, aber... Oh! Jacko! Zwei Jackos. Drei, vier... Was? Okay. Es wäre nett, wenn ich einen neuen Charakter hinzubekommen würde. Was ist das? Das sind Truhen. Heilige Scheiße, ich kann Truhen öffnen? Okay, die lassen also ab und zu mal Truhen fallen, aber das gefällt mir gerade gar nicht. Noch eine Truhe. Ah, okay, ich kann die upgraden. Hab ich jetzt nicht gewusst. Halt, nein. Ah, halt, warte, halt. Nein, kann ich schaffen. Platzieren, nein. Oh. Ich kann sie nicht wegplatzieren, warum nicht? Ah, leck mich doch. Ja, ich hoffe, Kann ich hier upgraden? Nein. Was zum Teufel kann ich da an? Bullshit! Was mache ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber die Welle ist ja jetzt vorbei. Luffy auf Level 1. Ich weiß nicht, wie ich die aufwerten kann. Success! Ja, außerdem, dass mein Schiff halb tot ist. Was soll's? Huhn! Ich verteidige mein Schiff vor Hühner! Und warum hält das Huhn genauso viel aus wie Jacko? Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Zorro kann kein Huhn mit einem Schlag erledigen. Videospiellogik muss man nicht verstehen. Aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts upgraden etc. oder sowas. Items. Großartig. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja, das wär's ja jetzt. Mein Schiff geht unter, weil Hühner es angreifen. Netter Twist. Wohlgemerkt, dass das die Flying Lamp, was ihr hier seht, oder jetzt nochmal im Japanischen das Schiff. Mary, glaube ich nur, oder? Ja, ich bin mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall kratzt mein Schiff gleich ab. Kann ich eigentlich gleich aufgeben? Ja, ich bin nicht gerade so besonders gut in Tower Defense Games, außer jetzt in diesem Ninja Town, was ich erwähnt habe. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mehr Charaktere zur Auswahl habe und mehr auf dem Feld platzieren kann. Ja, ich nehme an, das Kopfgeld, was ich bekommen habe, 6660. Ja, das war halt das erste Flash Game, das ich gespielt habe. Ich mache jetzt einen kurzen Break, dann sehen wir uns zum zweiten Flash Game. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das Bild größer einstellen kann, aber anscheinend hat es nicht funktioniert. Also das Flash Game an sich bleibt immer dieselbe Größe, ist ein bisschen kacke. Ja, euch ist sicher aufgefallen, das Bild ist kleiner geworden. Also wenn ihr auf das Bandicam Logo mal oben achtet, das ist, glaube ich, ein bisschen größer geworden. Jedenfalls, das ist Haro Bomber. Okay, Haro Bomber. Schreibfehler? Keine Ahnung. Oder er heißt so ein Charakter. Jedenfalls von den Screenshots, was ich gesehen habe, ist das Spiel ein Dungeonsoft oder kann man das eigentlich als Dungeonsoft bezeichnen? Auf jeden Fall basiert das auf der Anime-Serie Gundam Age. Falls euch das irgendwas sagt, also Gundam sollte euch jedenfalls was sagen. Ich habe nur Gundam Wing geguckt. Ich habe keine andere Serie von Gundam jemals gesehen und Gundam Age auch nicht. Aber Gundam Age ist, sag ich mal, glaube ich, die aktuellste Serie. Glaube ich jedenfalls. Also auf jeden Fall, hier ist die Steuerung. Space, also Leertaste, Z-Taste. Na okay, hier kann ich aussuchen, was für ein Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Normal Mode, Old Type Mode. Was zum Teufel ist Old Type Mode? So, mit S-Score.
H, wie ich spielen kann. Okay, drück mir mal H. Als, jetzt. H. Move, Jump, Space, etc. Ja. Da ist Schokolade und hier sind Herzen, okay. War eigentlich ganz simpel. Fangen wir gleich an. Alt, wie kommt, muss ich zurück? So, okay. Ich nehme den normalen Modus. Ja. Und los geht die wilde Fahrt. Wow, cool bleiben, cool bleiben. Das ging schnell. Okay. Also, das ist ein quasi ein Jump'n'Run, wo ich wo das Bild automatisch nach vorne scrollt. Wo das Spiel automatisch nach vorne scrollt und ich einfach ja nicht zurückfallen darf. Und ich muss irgendwelchen Sachen ausweichen. Also, meine Lebensanzeige ist oben rechts. Eieiei, oh, getroffen. Verdammt. Gib mir das Schokolade. Eieiei, komm. Ja. Ich hab, fuck. Der kleine Bildschirm ist nicht gerade geeignet für solche Spiele. Na, okay. Wesentlich mehr Punkte als das letzte Mal. Falls ihr euch jetzt fragt, oder die meine Videos schon länger verfolgen und euch die Grafik irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt, das ist von derselben Seite, wo ich die Fresh Pretty Cure Flash Games her habe. Der Link, wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung. Also nochmal das Ganze, diesmal mit Old School Mode oder Old Type Mode, was auch immer das sein soll. Okay, Old Type Mode ist, Umgangssprache für komplett wahnsinnige Schwierigkeitsgrad. Weil ab jetzt kommt wirklich komm. Konzentration, heilige Scheiße. Mein Kopf! Ich hätte hochkommen sollen! Kann ich einen Doppelsprung machen? Ja, keine Ahnung. Versuchen wir es nochmal. Ja. Outside-Mode. Warum Outside-Mode? Könnte ich einfach sagen, dass der hart difficult. Komm, ich weg. Das war ja eine kurze Reise gewesen. Nein, seltsam. Nein, nicht Outside. Hard difficult. Könnt ihr mich eigentlich hören? Ich habe das Gefühl, das Mikro distanziert sich immer mehr von mir. Da, komm, jedenfalls, das war's jetzt für meine Versuche für dieses Flash-Game. Das werde ich erstmal nicht anfassen. Sehe ich mich mal auf der Seite weiter um, ob es noch andere interessante Flash-Games da gibt. Ansonsten springe ich weiter auf die nächste Seite. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao! So, nächstes Flash-Game. Da ich ja schon lange kein Pretty Cure-Spiel mehr gespielt habe, spielen wir jetzt wieder eins und zwar wieder mit Fresh Pretty Cure. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich habe mal vor langer Zeit, vor ungefähr 3 Monaten, 4 Monaten, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ein Video hochgeladen von Fresh Pretty Cure und das war dieses Spiel, habe ich aber wieder runtergenommen, weil ich es an sich recht langweilig fand. Also das war auch nur 3 oder 4 Minuten lang gewesen und da ist nicht wirklich viel Spannung aufgekommen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, Space Key, Game Over, what? Was? Jedenfalls, das Spiel ist basierend nicht nur auf Fresh Pretty Cure, sondern auch auf den alten Game & Watch Serien. Also wenn ihr mal Mario, heißen die Mario Gallery oder Mario Game & Watch Gallery? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall basieren sie auf die alten Game & Watch von Nintendo.
Und dann fangen wir gleich an. Also Game A, das ist das Leichte, Game B ist das Schwere. Machen wir Game B, also B-Taste drücken. Wir bewegen uns eigentlich nur von oben nach unten und mit der Leertaste schlagen wir. Also da werden jetzt gleich ein paar Sandsäcke kommen und die muss ich dann wegschlagen. So, Game B, 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 wo ist mein B? B, B, das ist B, B. Hallo, B? Nein, jetzt. Okay, ich muss es hier machen. Game B. So. Spannung, oder? Yay. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Video runtergenommen habe. Das ist ja sowas von spannend. Sandsäcke verkloppen, die extrem langsam auf mich zurasen. Yay! Und keine Musik. Wer braucht schon Musik? Na gut, das passiert ja auf den alten Game & Watch. Alter, Alter, ey. Immer schön cool bleiben. Schön cool bleiben. Ja, cool bleiben. Cool. Ey, ey, ey. Okay. Ich nehme alles wieder zurück. Es ist doch... Ah. Ja. Kurzes Spiel. Ja. Nächstes Flash Game. So, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Das heißt Nanaka Crash. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was ich von den Namen halten soll. Nanaka Crash. How to play. Ja, das würde mich mal interessieren. Qualität, Medium, Sound on. Ja. So. Es würde nicht Lost in Translation umsonst heißen. Würde das Spiel nicht komplett japanisch sein, außer jetzt hier. Die einzelnen Menüs, also auf jeden Fall. So wie ich es jetzt verstehe, da ist dieser Typ das Ziel und wir rennen in den quasi hinein. Okay. Okay. Wir müssen den so weit mit dem Fahrrad rammen, wie es geht? Wie finde ich nur solche Spiele? So, Special? Was Special? Das kapiere ich jetzt nicht, keine Ahnung. Das werde ich ja sehen, wenn ich dann spiele. Charaktere, das sind die Charaktere, die es da drin gibt. Ich kenne keinen davon. Ich verstehe halt kein Wort Japanisch, wenn ihr die Namen versteht oder die Sprache gut für euch, schlecht für mich, weil ich werde mich einfach so gut wie es geht durchklicken. Ich glaube, ich habe auch keine andere Wahl, als mich hier durchzuklicken. Versuchen wir es einfach mal, also, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, wie ihr unschwer erkennen könnt, 0 Meter. So, ich weiß gar nicht, was ich drücken muss. Okay. Seltsam. Okay. Wir rammen den Typ quasi in die Arme von irgendeinem der sieben Frauen da hinein, Schulmädchen etc. Nochmal, versuchen wir es nochmal. What the fuck was that? Okay. Also ich habe glaube ich jetzt ein paar Leute gekillt. Und er dotzt jetzt einfach da herum. Ja, was soll ich davon jetzt halten? Keine Ahnung. Ich warte nur eigentlich, dass er jetzt auf irgendjemanden landet. Da zum Beispiel. Okay, das war seltsam gewesen. Sehr, sehr seltsam. Ich spiel's nochmal. Also, wenn ihr euch jetzt fragt, wie, was ich hier drücken muss, ganz einfach, ich drücke einfach die linke Maustaste, insofern starte ich das Ganze. 99%, das sollte eigentlich ausreichen. Wow, 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 ich habe bisher noch keinen getroffen, das ist eigentlich seltsam. Okay. Hä?
Nochmal, ich möchte das mit den Specials mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie die Specials funktionieren. What the fuck? Okay. Kann ich nochmal ein Special einsetzen? Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Wow. Eigentlich müsste der Typ schon längst tot sein. Also nicht die da, sondern unserer. So wie der herumgekickt wird. Kann ich eigentlich nochmal ein Special einsetzen? Nein, geht nicht, okay. Ich weiß gar nicht, wie weit ich geflogen bin. Also auf jeden Fall habe ich meinen derzeitigen Rekord durchbrochen. Den habe ich erwischt, okay. 870,27 Meter. Okay, fast. Ein Kilometer, fast. Meter. Quality? Nee, Sound, Quiet. Menü. Keine Ahnung. Wie komme ich hier raus? Quit. Ja, Quit. Das war angenehm bizarr gewesen. Okay. Weiter geht's zum nächsten Flash Game. So, das ist ein kleines, seltsames Flash-Game, das ich mal kurz entdeckt habe. Das heißt Pod Watcher The Game. Alles, was wir hier machen, ist einfach auf den Pod zu achten. Okay. Yay. Ist genauso, wenn ich kochen tue. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich achte darauf, dass das Ding nicht überbrät, aber anscheinend, da kommt schon Qualm raus. Ja, hallo? Tu was? Focus? Hallo? Übrigens, das Spiel ist ohne Vorwarnung plötzlich gestartet, also ich hatte keine Zeit, mich irgendwie da einzugewöhnen. Insofern, ja, ich habe, glaube ich, jetzt schon Mist gebaut. Ja, Fuck! Jetzt passiert auch nichts mehr. Was zum Teufel? Was? Das Spiel ist zu Ende. Es ist zu Ende? Es ist zu Ende? Eigenartig, ja, sehr, sehr eigenartig. Damit habe ich zwar jetzt nicht gerechnet, aber okay. Sehr, sehr ungewöhnlich. Wie lang war dieses Video jetzt? 2 Minuten? Ja, 2 Minuten, ja, ist in Ordnung, ist eine angemessene Zahl für ein Video, ja, naja. Was zum Teufel habe ich da gerade gespielt? Ist das? Kann ich hier weg? Play Game? Da unten, Play Game! Also, was sehe ich hier? Ich sehe hier die Powerpuff Girls, ich sehe hier Domo, ja, dieses komische viereckige Teil da mit Armen, Bein, nicht, das immer das Maul offen hat, so ein scharfer Zähne, ja, das da. Ja, davon habe ich eine Mütze übrigens. Und die Powerpuff Girls. What the hell is going on here? It was a normal afternoon for... guten Morgen, Domo-kun, okay. Ja, ich glaube, Domo-kun kann auch nichts mehr sagen als rala, also irgendwelche Laute von sich geben. Nettes Zimmer übrigens. Okay, die Powerpuff Girls haben mich irgendwie in Ärger, in Schwierigkeiten gebracht. Okay.
besser uns als wir, Kumpel. Ja, sehr freundlich. Wir sind nette, süße Mädels. Während du immer der Außenseiter bist. Ja, wie freundlich. Okay. Also hier die Steuerung. Ich gehe mal davon aus, wir gehen jetzt nach den Powerpuff Girls. Okay. Ich glaube, das, was ich weggekickt habe ganz am Anfang, war wahrscheinlich die Handlung gewesen. Ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Also, wir bewegen uns nur mit den Pfeiltasten und wir greifen nur mit der A-Taste an. Okay, akzeptiert. So. Und ich habe Lauf. Lauf! Okay. Ich glaube, danach spiele ich zum grünen Abschluss nochmal ein Hatsune Miku Game. Ja. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz komplett japanisch, aber ich bin rein zufällig drauf gestoßen und ich fand es einfach nur etwas kurios. So. Wow. Uncool. Okay, Konzentration, wenn ich... Okay. Ich wurde wieder belebt von irgendeinem Typen, Gott. Ja, ich hab noch nicht überlebt, ich weiß nicht, wo meine Leben sind. Könnt ihr mir bitte sagen, wo meine Leben sind? Kann ich irgendwo vielleicht auch rennen? Das würde die Sache ein wenig einfacher machen. Also ich weiß jedenfalls, wo mein Lebensleiste ist. Die ist da oben. Das sind diese Blöcke, da hat sie vier Eckigen. Warum holst du mich zurück? Ja. Ich möchte nicht zurück. Nein. Okay, letzter Versuch. Also verprügel lediglich die Powerpuff Girls. Da. Ja, diesmal hab ich euch. Diesmal könnt ihr mir nicht entkommen. Ich hab Lauch. Nur noch eine. Boah. Das ist noch mal mehr weg. Yes! Ja! Nachdem ich drei Leben verloren habe, oder vier, ich bin mir nicht immer hundertprozentig sicher. Okay, ich herrsche jetzt über die Straße, aber die herrschen über den Himmel. Macht Sinn, dass sie fliegen können. What the hell? Nein, ich weiß nicht, in was ich mich da gerade hineinbegebe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was hier los ist. Das gefällt mir gerade gar nicht, ich habe kein Leben mehr. Das Dash-Abschnitt hat mir sehr, sehr viele Leben gekostet. Okay. Wow. Ich glaube, der heißt Rocket Knight, oder? Ja, ich glaube, der heißt Rocket Knight. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, aber was zum Teufel geht hier vor sich? It's easy, my boy. Use the arrows to fly and A to attack. Oh, Junge, darauf wäre ich jetzt nie gekommen. You sick bitches! Whoa. Okay, das ist jetzt ein gutes Schulternamen. Ich muss das Strahl ausweichen, was nicht so einfach ist, weil ich deren Laserstrahl so gut wie gar nicht sehen kann, nach dem Hintergrund. Whoa, immer schön cool bleiben. Winners don't use drugs. What the hell? Ja, garantiert. Tut mir leid, wir fehlen die Worte.
Wir sehen uns dann zu dem letzten Flash-Game. Wie ich schon erwähnt habe, ich guck mal was, ob ich von Vocaloid irgendwas finde. Und wir sehen uns gleich wieder. Don't just trust, ja, die haben garantiert Druck genommen. So, das ist das letzte Flash-Game, das ich für heute spielen werde. Und zwar, wie schon angekündigt, Hatsune Miku Mission. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Bild richtig eingestellt habe. Ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil, ja, der Hintergrund vom Spiel ist komplett weiß, ebenso wie die Seite, wo das Spiel drauf ist. Insofern habe ich ein bisschen Probleme, das Ganze abzuschätzen. Ja. Spielen wir einfach mal drauf los. Ich werde ja dann sehen, ob das Bild richtig eingestellt ist oder nicht. Nein, es ist nicht richtig eingestellt. Kurz warten. So, jetzt. So. Bild eingestellt. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, das ganze Spiel ist anscheinend in Französisch. Sieht für mich jedenfalls so aus. Klingt jedenfalls so, wenn ich es mir im Kopf durchlese. Na gut, Lost in Translation. Japanisch ist kein Hindernis und ja. Okay, das ist kein Japanisch, das ist Französisch, aber das verstehe ich genauso wenig wie Japanisch. Auf jeden Fall. Eins nur verstehe ich, was das hier ist, keine Ahnung. Los, den Tüx, wie auch immer. Ich klicke einfach mal hier oben drauf, weil da habe ich eben auch noch vorhin drauf geklickt, um das Spiel zu starten. Gucken wir mal, was mich hier erwartet. Wow, 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 ah, da, da. What the fuck? Okay, ich bin gestorben. Ging mir schnell. Ja, ich möchte nochmal spielen. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Also ich spiele das Spiel mit den Pfeiltasten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes drücken kann. Wir gucken einfach mal. So, Konzentration also. Konzentration, Konzentration. Lauf, lauf, lauf. Wieso zum Teufel habe ich überhaupt eine Lebensanzeige, wenn ich sowieso bei einem Treffer K.O. gehen kann? Gerade eben wieder. Ist ein bisschen seltsam. Ja, ich wollte irgendein Hatsune Miku Spiel spielen. Das ist das erste, was ich gesehen habe. Oder beziehungsweise eins, das ich nicht unbedingt downloaden muss. Ich habe noch ein paar andere Hatsune Miku Spiele auf meinem Computer. Aber wie gesagt, ich wollte mich jetzt heute nur auf Flash Games konzentrieren. So, versuchen wir es nochmal. Kann ich eigentlich überhaupt irgendwas machen? Upsa, sorry. Ah, okay, ich hab's kapiert. Die Anzeige da oben, die grüne. Das ist meine Fluganzeige anscheinend, wie lange ich fliegen kann. Wenn ich die Scheiße da nicht einsammle, heißt es Game Over für mich. Ebenso, wenn ich gegen die Noten fliege. Okay, 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 Konzentration, Konzentration. Ja, 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 ja. Langsam kriege ich die Steuerung raus. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Komm, Miku, nein, nein, Miku, Miku. Heilige Scheiße, es wird schneller. Es wird schneller. Na gut, angemessene Zahl finde ich jetzt. Nichts Weltbewegendes, das Flash-Spiel, was ich zuletzt gespielt habe. Aber das soll es für heute mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingeschaut habt, wenn euch mein Video gefallen hat. Warum macht ihr nicht einfach die Daumen hoch dafür, fügt ihr zu euren Favoriten hinzu? Oder wenn euch das Video so gut gefallen hat, wieso abonniert ihr mich, einfach noch weitere Let's Plays von mir zu sehen? Ansonsten wünsche ich euch allen noch was, wir sehen uns das nächste Mal. Diesmal wirklich zu einem meiner normalen Let's Plays wieder. Mal gucken, was ich spielen werde. Auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao!